Jubel auf ganzer Linie. Die SPD-Kandidaten haben sowohl in Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven während der Landtagswahl triumphiert und allesamt souverän gewonnen. In der Stadt Wilhelmshaven hatte CDU-Bewerber Stefan Hellwig mit 27,19% der Stimmen klar das Nachsehen gegenüber Holger Ansmann, den 45,78% der Wähler erneut ins Parlament nach Hannover schicken. Es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl in diesem Raum vor 5 Jahren. Da war es ganz, ganz knapp bis zum Schluss. Und heute habe ich mit 45% aller Stimmen einen fantastischen Vorsprung von Anfang an. Und auch die SPD in Wilhelmshaven bei den Zweitstimmen hat 41%. Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Das haben wir seit 1998 nicht mehr gehabt. Und man kann wirklich sagen, es ist für die Wilhelmshavener SPD nicht nur ein guter, sondern vielleicht sogar ein historischer Tag, denn es bedeutet eine Wende in der Anerkennung der Wählerinnen und Wähler in Wilhelmshaven. Der Herausforderer ist immer schwer, vor allen Dingen in so einer Stadt wie Wilhelmshaven, die ja nicht gerade eben CDU-Stammland ist. Und ich finde, dafür habe ich ein ganz beachtliches Ergebnis. Mein Ergebnis, mein persönliches, ist nur dem der Partei. Und insofern freue ich mich da auch persönlich recht drüber. Also ich bin zufrieden. Natürlich gewinnt man immer ganz gerne, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, es war von Anfang an sehr schwer. Dafür hat die CDU, dafür habe ich hier ein ganz ordentliches Ergebnis. Schauen wir mal auf Landesebene. Es wird bereits über mögliche Regierungsbildungen spekuliert. Was wäre denn Ihre favorisierte Lösung? Also eine favorisierte Lösung von mir ist natürlich immer eine CDU-geführte Landesregierung. Wenn das jetzt nicht zustande kommt, hoffe ich mal, dass wir eine Regierung hinbekommen, entweder eine große Koalition oder in Jamaika, wobei ich bei Jamaika ein Riesenproblem sehe mit der Ministerriege, die die Grünen bisher gestellt haben. Allerdings plädiert auch Björn Fischer für eine von der Union geführte Landesregierung. Der 28-Jährige hatte im Wahlkreis 87 Wittmund-Inseln 36,78% der Stimmen gewonnen, knapp 7% weniger als SPD-Bewerber Jochen Beküß. Fischer betont in Bezug auf das Ergebnis der Landes-CDU: Das kann nicht an der Themensetzung gelegen haben. Gerade für den ländlichen Raum hat die CDU ein gutes Angebot gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt auch in irgendeiner Art und Weise, das muss man dann gucken, die Landesregierung bilden können. Das werden dann die nächsten Tage zeigen. Und das wäre dann auch gut für unseren Wahlkreis hier, wenn wir eine CDU-geführte Landesregierung hätten. Abschließende Frage, Sie haben es angesprochen, der Landestrend ist nicht sonderlich zugunsten Ihrer Partei ausgefallen. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Ja, das ist natürlich erst einmal unerwartet. Auch da haben wir geglaubt, dass es etwas knapper wird. Die letzten Tage, da hat sich noch wohl sehr viel getan. Und ich denke, dass es für den ländlichen Raum nicht so gut ist, wenn wir wieder eine rot-grüne Landesregierung hätten. Stand 0 Uhr fehlt dafür die Mehrheit. Wenige Stunden zuvor feiert Jochen Beküß nicht nur das Ergebnis der Sozialdemokraten auf Landesebene, sondern auch seinen Sieg im Wahlkreis. Der Politikwissenschaftler war erstmals angetreten und hat den Wahlkreis, den vor 4 Jahren der jetzige Landrat Holger Heimann gewonnen hatte, verteidigt. Wie viele Steine fallen Ihnen gerade vom Herzen? Ach, unheimlich viele, das kann man gar nicht sagen. Es war natürlich sehr angespannt, gerade in der letzten Zeit. Man weiß ja nie, wie dann sowas ausgeht. Das Gefühl war gut und der Trend der letzten Tage war natürlich auch sehr gut und hat sich ja auch geholfen, das Ding zu gewinnen hier. Aber ich muss sagen, ich bin unheimlich froh und mir fallen sehr viele Steine vom Herzen. Hätten Sie damit gerechnet, dass es am Ende dann tatsächlich so deutlich ausgeht? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe schon gehofft, dass ich das gewinnen werde, aber in dieser Deutlichkeit, damit habe ich nicht gerechnet. Noch deutlicher fällt das Ergebnis im Wahlkreis 70 Friesland aus, den SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies zum 3. Mal deutlich für sich entscheidet. Fast 30% bringt der Sander zwischen sich und CDU-Bewerber Jens Damm, 55,02 zu 25,24%. Ich habe aber gesehen, Sie sind noch zum Scherzen aufgelegt. Ist das die einzige Chance mit so einem Ergebnis, das ja wirklich haushoch, kann man schon fast sagen, für Herrn Lies ausgefallen ist, umzugehen? Ja, auf jeden Fall. Erstmal gratuliere ich Olaf Lies natürlich ganz recht herzlich von hier aus. Ich hätte niemals gedacht, dass er tatsächlich seinen Stimmenvorsprung von der Wahl von vor 4,5 Jahren noch so deutlich ausbauen kann. Respekt. Ich habe keine Ahnung, warum es so gelaufen ist, warum wir so deutlich oder warum ich persönlich so deutlich abgeschlagen aus der Wahl rausgehe. Politik ist nicht mein Beruf, es ist letzten Endes für mich Hobby gewesen oder gewesen, es bleibt auch so. Ich bin nach wie vor, werde ich im Kreistag meine Arbeit machen.
Und wenn ich jetzt total verzweifelt nach Hause fahren würde, das kann ja auch nicht im Sinne irgendjemand, auch nicht im Sinne von Olaf Lies sein. Nein, nein, also wir machen weiter und alles gut. Weiter bestehen auch die Fragen, welche Koalition am Ende der Verhandlungen herauskommt. So viel steht jedoch laut CDU-Spitzenkandidat Bert Althusmann fest. Der Ball liegt im Feld von SPD-Ministerpräsident Stefan Weil.